Hi Leute, was geht? Ich heiße euch wieder willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe letzte Woche nicht gevloggt bzw. kein Video für euch gehabt, weil ich wollte eigentlich vloggen, als wir nach Hamburg gefahren sind. Wir waren letzte Woche für 4 Tage in Hamburg, aber ich hatte dann meine Kamera zu Hause vergessen, obwohl ich extra aufgeladen habe und alles und es vorbereitet habe, aber habe es dann einfach vergessen. Naja, an alle, die mir auf Instagram folgen, die haben das sehen können. Wir waren jetzt auf einer Hochzeit und die war richtig schön und hat echt Spaß gemacht, wieder mal das Tanzbein zu schwingen und wieder Leute zu treffen. War eine sehr, sehr schöne Hochzeitsfeier gewesen. Heute ist Donnerstag, der 23. Dezember 2021 und in einer Woche ist das Jahr auch schon vorüber und morgen ist Heiligabend. Die Kids sind in der Kita, die hole ich heute ein bisschen früher ab, weil heute der letzte Tag ist und dann gehen wir rüber zu Aisha. Ich dachte, ich schmeiße mal trotzdem die Kamera an, versuche euch ein bisschen mitzunehmen. Ich wollte einfach wieder mal auf YouTube auftauchen. Peace, was geht ab? Ich hoffe, wenn dieses Video online kommt, war es ja dann schon mit Weihnachten 2021. Ich hoffe, ihr habt das bekommen, was ihr euch gewünscht habt. Hattet ein besinnliches Weihnachtsfest und konntet es mit euren Familien verbringen. Ich weiß jetzt gar nicht, was gerade die aktuellen Regelungen sind. Ich glaube, irgendwie 10 Personen geimpft, oder? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht und ich habe auch gar keine Lust mehr, mich überhaupt darüber zu informieren. Ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich unterwegs bin, dass ich die 3G-Regel befolgen muss. Und das ist auch das Einzige, was mich so wirklich interessiert. Und dass die Kitas offen bleiben. Okay, gut, jetzt ist eh zu für 2 Wochen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich war einkaufen, habe noch ein paar Sachen geholt. Ich muss aber dann noch Hackfleisch kaufen gehen. Salia schläft, aber ich glaube, die wird jetzt auch dann langsam wach. Und heute habe ich mal wieder ein Haul für euch. Und zwar von Shein. Es ist schon sehr, sehr lange hier, dieses Paket. Also ich habe es wirklich schon seit über 2 Monate oder so. Aber ich war ja lange Zeit nicht mehr hier aktiv. Ich habe auch schon eine Hose an. Direkt kann ich euch zeigen. Die gefällt mir sehr gut. Und ich zeige euch dann gleich den Rest meines Hauls. Genau. Ich glaube, so dann kommen kann. So, ich habe jetzt gerade das Bett gemacht. Uns fehlt so eine schöne Tagesdecke. Aber ich wollte euch hier gleich mal zeigen, dass ich Bettwäsche auch von Shein bestellt habe. Das ist mein 2. Set tatsächlich und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Ich finde die auch sehr, sehr schön mit den Kissenbezügen auch. Ich habe so ein Grau gewählt und hier hat es noch so schöne Raffungen. Also, falls ihr mal überlegt, bei Shein Bettdecke zu kaufen und ihr euch nicht sicher seid, ob die Qualität gut ist, sie ist proof von mir, sie ist gut. Könnt ihr auf jeden Fall machen und die haben richtig schöne. Ich stelle mir nächstes Mal so beige, damit es halt ein bisschen auch zu unserer Kopfleiste passt. Genau. Salia ist auf meinem Rücken. Die schläft jetzt, sonst kann ich den Haul für euch abdrehen. So, es ist leider ein bisschen dunkel, aber ich hoffe, ihr erkennt das alles. Ich werde auch die meisten Sachen mit dem weißen Pulli einfach kombinieren, weil man es dann besser sieht. Und ich habe einmal von Shein diese schwarze Hose. Das habe ich euch vorhin schon gezeigt. Das ist mein heutiges OOTD. Das ist eine Jeanshose, die geht mir bis hier hoch, also hat einen hohen Bund und unten ist sie weit geschnitten. Ich mag das ganz gern. Die sitzt richtig locker und richtig gut und ich stehe zurzeit voll auf diesen Basic Look. Es hat so einen 90er-Stil. Hier unten sind auch so weiße Striche. Das schaut so aus, als wäre das, wenn man sich hinsetzt, dass das halt sich verwaschen hat. Das ist mein erstes Piece. Dann wollte ich die ganze Zeit schon eine braune Jeanshose haben und bei Shein wurde ich dann fündig. Die hat den gleichen Stil wie die schwarze gerade, auch richtig hochgebunden, auch mit so einem hohen Bund und die ist auch sehr locker. Ich habe da richtig viel Platz drin. Unten hat sie auch ein bisschen Schlag, also gefällt mir auch sehr, sehr gut. Als nächstes habe ich eine beige Jeanshose gewählt. Die ist mir leider zu kurz und auch zu eng. Also die gefällt mir jetzt nicht so wirklich, aber damit ihr es gesehen habt, gibt es auch schöne Beige-Töne. Also der Beige-Ton gefällt mir sehr. Es geht schon fast in so ein Weiß, aber es ist mir leider nur zu kurz und zu eng. Hätte ich eine Größe größer bestellen müssen. Obwohl, ich glaube, im Sommer geht die ganz klar eigentlich. Oder ich trage so Stiefel, die hochgehen. Mal sehen. Ich behalte sie auf jeden Fall. Als nächstes habe ich dieses wunderschöne Set. Das ist aus Cord. Also ihr kennt ja Cordstoff. Die Hose, also das Oberteil und die Hose. Und ich fühle mich richtig wohl da drin. Es ist schön locker, sitzt sehr, sehr gut. Es ist eigentlich eine Jacke, habe ich schon gesagt. Könnte man auch als Jacke anziehen an etwas wärmeren Tagen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu diesem schönen Hoodie. Ich fand den richtig schön und der hat auch hier Bauchtasche, deswegen habe ich den mitgenommen. Und auf die Aufschrift heißt California. Finde ich richtig cool. Ist ja auch jetzt gerade so Trend mit diesen Städtenamen wieder. Und es hat auch eine Kapuze. Und ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und es sieht halt so Beutel. Also es ist so eine Beuteltasche. Checkt ihr, wie das so sitzt. Finde ich richtig schön. Das schaut im ersten Moment sehr wild aus. Aber ich wollte so ein braunes T-Shirt unbedingt haben. Ich muss das euch halt so zeigen jetzt mit einem Pulli drunter, damit man meine Arme ja nicht sieht. Und ich finde den braunen
Braunton richtig schön. Deswegen habe ich den mir ausgesucht. Und das ist ein Oversize-T-Shirt. Ich würde es natürlich ein bisschen anders kombinieren mit Ärmeln, die vielleicht fester sitzen. Ich weiß nicht, wie ich es euch erklären soll. Aber so wie ich es mir in den Vorstellungen habe, sieht das richtig nice aus. Aber ich zeige es euch jetzt mal so. Als nächstes habe ich diesen schönen Zweiteiler gewählt in Schwarz. Das Oberteil ist schön lang, geht über den Popo und die Leggings dazu. Das habe ich aber nur für zu Hause gewählt. Also damit gehe ich jetzt nicht raus. Das Sweatshirt hat übrigens Rollkragen. Also das geht schon ein bisschen weiter nach oben und verdeckt somit auch alles. Es ist ein schöner, gemütlicher Zweiteiler. Dann habe ich diese Strickjacke hier. Das ist keine Strickjacke allein, das ist eigentlich ein Dreiteiler. Aber die anderen Sachen kann ich euch so offen nicht zeigen. Also es ist ja ein Tanktop. Und die Hose dazu habe ich jetzt einfach weggelassen, damit das halt ein bisschen gut kombiniert ausschaut. Und ja, das ist auf jeden Fall die Strickjacke zu dem Set. Ich blende euch hier ein Bild ein, wie das Set eigentlich im Ganzen ausschaut. Finde ich sehr schön. Es ist so ein Grau-Braun-Ton. Und ich habe es auch nochmal in Blau. Das zeige ich euch natürlich auch. Gefällt mir sehr gut. Also man kann auch einfach nur ja, die Strickjacke tragen, beziehungsweise das Jäckchen. Und hier seht ihr es auch nochmal in so ein Blau, so ein Königsblau ist das. Oder eigentlich hat es so einen Graustich. Ist auch ein Dreiteiler und habe ich jetzt auch hier über den geworfen. Ich blende euch das Bild ein. Gefällt mir auch sehr, sehr gut und ich finde die Farbe auch sehr schön. Der ist auch schön lang, also geht auf jeden Fall richtig klar. Ich wollte euch dann, das nächste ist ein Kragen. Den habe ich hier drunter an. Den trage ich ganz oft, wenn ich so Oberteile habe, die einen zu weiten Ausschnitt haben. Dann trage ich immer so einen Kragen drunter. Ich zeige es euch. Ich habe es nämlich in Schwarz und Weiß. Sowas hier, also an alle meine Hijabis, den könnt ihr dann einfach unter euren T-Shirt oder unter euren Pulli anziehen, damit es nochmal alles verdeckt. Das Schwarze habe ich gerade hier drunter. Ich werde es euch aber alles unten in die Infobox reinpacken, damit ihr da einfach leichtes findet. Ich blende euch ein Bild hier ein. Ein Seidenkleid ausgesucht. Ist halt eigentlich auch ein Nachthemd, aber ich habe das mir ausgesucht für afrikanische Stoffe, die man durchsehen könnte. Und dass ich das dann einfach drunter trage. Meine African Queens, ihr wisst, was ich meine. Ich blende euch aber ein Bild von dem Seidenkleid ein. Ich kann das leider jetzt nicht euch zeigen und tragen. Genau, wenn ihr so Kleider habt, wo ihr denkt, man sieht durch, beziehungsweise die nicht ganz blickdicht sind, könnt ihr auch einfach sowas drunter tragen. Es hat aber auch einen Ausschnitt. Das lasse ich natürlich zunähen und dann geht das auf jeden Fall klar. Finde ich richtig gut. Macht was her auf jeden Fall. Dann habe ich mir das erste Mal beim Shein ein Burkini mitgenommen. Es ist ein Viererset mit einem Cap noch, aber den finde ich jetzt gerade nicht. Habe ich hier euch mal eingeblendet, dass ihr das mal getragen seht. Einmal ein Body, Hose und so ein Röckchen, den man umbinden kann, beziehungsweise auch noch tragen kann. Richtig schön. Ich war jetzt leider noch nicht schwimmen, aber ich habe es anprobiert und es passt mir sehr, sehr gut. Genau, das war mein Haul. Ich hoffe, vielleicht habt ihr da irgendwas finden können, euch inspirieren können. Auf jeden Fall habe ich einen Code für euch, für alle, die sich mal umschauen möchten. Ich blende den euch hier ein. Die ganzen Sachen sind unten verlinkt und ich glaube, ihr bekommt 20% von mir. Viel Spaß beim Shoppen. Zieh mich jetzt noch schnell um und hol die Kids ab. Und dann geht's zu Aisha. Vielleicht nehme ich euch da mit. Ja, ich nehme euch. Ich bin jetzt bei Aisha. Schaut mal, was ist. Und das sind die Kinder. Schaut mal, was sie zum Essen gemacht hat. Voll lecker. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Da ist sie. Peace, girl. Ich bin wieder mal enttäuscht von den Spielsachen von Lidl. Ich habe so einen Klangbaum gekauft und da ist so ein Stück abgebrochen. Naja, und die Küche, die wir hier haben, über die rege ich mich ja eh schon ewig auf. Die ist ja auch schon richtig in seine Einzelteilen verfallen. Die kommt eh bald weg. Ich muss das Zimmer von den Kindern sowieso bald renovieren, weil das mir so irgendwie nicht mehr gefällt. Und außerdem kriegen die ein Hochbett, das Nabila und Zane in einem Etagenbett schlafen können. Übrigens, wir haben den nächsten Tag. Heute ist der 24.12., also Heiligabend, an alle, die feiern. Frohe Weihnachten. Wir feiern ja nicht, deswegen geht hier auch nicht wirklich viel. Aber ich muss jetzt ein bisschen Haushalt machen. Die Küche schaut aus. Und dann, ja, koche ich heute. Das ist jetzt lustig, wenn ich das jetzt wieder sage, weil ihr denkt bestimmt, wir essen das ständig, weil in jedem Vlog irgendwie kommt dieses Gericht. Auf jeden Fall wollte ich heute Nudelauflauf machen. Das habe ich ja letztens auch schon gemacht, glaube ich. Aber wir essen das tatsächlich nicht so viel. Was macht ihr zwei? Was macht ihr? Also Salia liebt die Spülmaschine. Sobald die offen ist, krabbelt die her, egal wo sie ist, ob sie in Lampukistan ist oder nicht. Sie ist immer gleich am Start. Und jetzt Nabila auch, oder? Was macht sie an der Spülmaschine? Wir sind alle total erkältet. Zane, was geht? Was geht ab? Das ist unser Fernsehkind, gell? Immer Fernseh gucken, gell? Heute ist nur Ausnahme, also so oft schauen die nicht Fernsehen, aber heute ist Ausnahme wegen den Weihnachtsfilmen. Und schaut mal Zane seinen Schlafanzug an. Was ist das? Harry Potter. Ja, und lieben wir Harry Potter. Aha, gar nicht gezwungen und so. Und Nabila, was geht ab? Check. Yes.
Die schauen jetzt gerade Rio. Und ich freue mich, heute Abend kommt nämlich Kevin allein zu Hause. Dürfen die Kinder das erste Mal schauen. Deswegen werde ich nach Rio auf jeden Fall eine Pause denen einlegen. Also die schauen jetzt erst halt eine Stunde ungefähr fern. Und dann machen die eine Pause, basteln, spielen. Und dann kann man heute Abend wieder Fernsehen gucken. Ich räume jetzt ganz schnell die Spielmaschine um, damit ich dann anfangen kann zu kochen. Was ist los, Nabila? Schaut's mal bitte. Sie ignoriert mich. Hallo. Raus da. Nein, nein, Nabila, bitte. Du bist zu schwer, dann, sonst bricht das. Unser Weihnachtsessen. War nur Spaß. Also ich habe jetzt Salat gemacht mit Nudelauflauf. Wir haben gegessen. Ist auch jetzt schon ein bisschen später. Ich habe aufgeräumt nochmal. Nabila ist eingeschlafen. Salia ist eingeschlafen. Ich schaue jetzt mit Zane Kevin allein zu Hause. Und dann werde ich mir auch gleich dabei meine Haare flechten. Ich habe die vorgestern gewaschen und halt aufgemacht. Und ich muss die wieder flechten, weil sonst habe ich so einen komischen Eierkopf. Seht ihr das? Ich mag das gar nicht. Ich wollte euch auf jeden Fall noch was erzählen. Und zwar hatte ich ja schon mal zu euch gesagt, ob ihr wissen möchtet, wie es dazu kam, dass ich mit meiner Mama wieder Kontakt habe. Vorerst, ich erwähne das jetzt nur und mache das jetzt sozusagen öffentlich, dieses Thema, weil ich vor 2 Jahren ungefähr oder 3 Jahren schon mal ein Video darüber gemacht habe und erzählt habe, dass ich ja eben keinen Kontakt mehr mit ihr habe. Um es halt fair zu machen, wollte ich natürlich auch den Ausgang der Geschichte erzählen, also sozusagen updaten. Ich weiß nicht, die mir halt schon lange Folgen wissen ja, dass wir keinen Kontakt mehr miteinander haben. Ich habe jetzt nie wirklich erzählt, was alles passiert ist. Immer nur gesagt, es sind halt Sachen passiert, etc. pp. Und es war auch selbst für mich sehr, sehr schwierig eigentlich und eine schwierige Zeit. Und dann habe ich mir einfach die Freiheit genommen, mit ihr Kontakt abzubrechen damals. Man kann es nicht mehr rückgängig machen. Wir haben sehr, sehr viel Zeit miteinander verloren sozusagen. Die Kids, aber die sind ja noch klein und die gewöhnen sich nämlich jetzt gerade an sie. Die Kids sind auch der Anlass, warum ich mich ein bisschen zurücknehme und diesen Kontakt zulasse, weil ich finde, dass sie es verdient haben, ihre Zeit mit der Oma zu verbringen. Und meine Mama und ich haben uns angenähert nach der Geburt von Salia. Wir waren nicht im bösen Streit oder so. Oder ich hatte einfach keinen Kontakt mit ihr. Aber wenn ich sie draußen gesehen habe oder in der Moschee oder so getroffen habe, dann habe ich natürlich Hallo gesagt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sie immer angerufen habe oder bei ihr vorbeigegangen bin oder sie zu uns oder so. Also Kontaktabbruch halt, aber mit Respekt. Es war immer so, nach der Geburt von den Kindern hatten wir irgendwie ganz kurz Kontakt. Damals bei Zane ist danach richtig eskaliert und bei Nabila hat sich einfach der Kontakt dann verlaufen und wir hatten dann halt keinen Kontakt mehr. Jetzt wiederhole ich mich, aber nach Salia ist der Kontakt irgendwie geblieben, ohne dass wir uns ausgesprochen haben oder irgendwas. Die anderen Male hat man uns immer wieder versucht zusammenzuführen, also mit den Mitgliedern. Und so haben halt immer gesagt, komm, redet miteinander. Haben wir zusammengesetzt, haben miteinander geredet. Und sozusagen, ja, du hast das gemacht, du dies, du hast das nicht gemacht, da, 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 da. Und man hat sich dann schon irgendwie vertragen, aber es war dann nie so wirklich so, weißt du. Es war halt dann, okay, gut, ich mach's jetzt, damit ich meine Ruhe habe. Und danach kam halt irgendwas, dass wir uns wieder gestritten haben. Und ich glaube, der Film geht weiter. Moment, jetzt will ich mir noch kurz anschauen. Weil es die beste Stelle gerade. Ja, sorry, ich musste diese eine Stelle kurz schauen. War ich jetzt stehen geblieben? Nach Salias Geburt haben, ist sie dann gekommen, hat dann Salia immer geduscht, gebadet. Wir haben ja immer diese besondere traditionelle Waschung und das hat sie halt bei Salia gemacht. In dem Zuge haben sich die Kinder auch an sie gewöhnt sozusagen. Ab da an standen wir wieder in Kontakt und wir sind auch ganz oft bei ihr und sie kommt auch ganz oft hier rüber oder wir rufen uns gegenseitig an. Das ist alles immer noch langsam, aber die Kinder haben sich einfach schon so sehr an sie gewöhnt und das will ich denen auch natürlich nicht nehmen. Und ich bin ganz ehrlich, es ist auch ganz cool, sie wieder in unserem Leben zu haben, sozusagen. Ich bin zwar noch nicht so weit, dass ich die Kids zu ihr bringe oder dass sie halt alleine ist mit denen irgendwie, aber das machen wir auch alles. Irgendwann mal kann ich auch sagen, ja, die Kinder schlafen bei der Oma und wir haben dann halt auch mal wieder so Zweisamkeit alleine, so für übers Wochenende oder so. Ich bin noch nicht so weit, aber es kommt bestimmt ganz bald. Und ja, Alhamdulillah haben wir uns wieder vertragen und dass der Kontakt wieder aufgenommen worden ist. Ist echt schön und ich finde es sehr schön, sie und die Kinder zu beobachten dabei. Vor allem Nabila, ja, ist so richtig so deep mit meiner Mama. Das ist so wie der Kontakt zwischen mir und meiner Oma, die ja leider verstorben ist 2018. Ich vermisse die sehr. Jetzt immer, wenn ich an sie denke, werde ich ganz emotional. Naja,
Ich möchte im nächsten Vlog mal wieder so ein Interview führen, wenn ihr wollt. Ihr könnt dann Fragen, den Kids Fragen stellen. Vor allem Nabila könnt ihr mal Fragen stellen. Die ist ja jetzt 2 und kann ganz schön gut sich unterhalten. Deswegen, gleich wenn ihr Bock habt, machen wir so ein Interview. Würde mich freuen. Und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und hoffe, dass ihr besinnliche Weihnachten hattet. Das war's dann von dem Video. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ist 2022. Bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr. Ich habe alle Produkte unten verlinkt, also alle Kleidungsstücke unten verlinkt. Und da steht auch nochmal mein Code für Shein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen. Da würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch. Vergesst nicht, eure Frage zu stellen. Und folgt mir gerne auf Instagram, weil da bin ich 24/7 online. Da erlebt wir viel, viel mehr von unserem Alltag. Und ja, ich bin auch sehr, sehr lustig auf Instagram. Und TikTok mache ich auch seit neuestem. Da heiße ich auch etwas Miralima. Genau, freut mich. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.